Servus Leute, zurück zu Plague Inc. Evolved. Es gab ein neues, größeres Update im Early Access. Und zwar ein neuer Virustyp. Im Hauptspiel kam jetzt der Virus der Affengrippe hinzu. Der ist bekannt aus dem offiziellen Film Planet der Affen Revolution, der vor ein, zwei Jahren, glaube ich, in den Kinos war. Und da um diesen Virus... Der Virus, diese Affengrippe, ist eine Genmodifikation, die bei Affen eine höhere Intelligenz bewirkt, aber er wurde nicht an Menschen getestet. Ja, und wie im Film starten wir einfach. Ich nehme für meinen Lauf hier auf normal einmal orangene DNS, nicht wie normal die rote DNS. Diesmal nehme ich die orangene, das ist die, die man mit der Zeit bekommt. Dann habe ich hier... Bloß beim Anspielen mal Cortisol-Empfindlichkeit freigeschaltet. Verringert die Forschung, weil da wollen einige, die Affenwissenschaftler wollen uns ein Handwerk dabei legen und den Virus nicht verbreiten. Unglaublich. Egal. Dann habe ich noch Wasserbonus, weil die schlimmsten Sachen sind Madagaskar und Grönland und beide sind nur per Schiff zu erreichen. Deswegen verbessere ich es damit. Widerstandsfähigkeit in allen Gebieten ein bisschen. Ist nicht schlecht. Und hier habe ich Virusverbundenheit schon freigeschaltet. Erhöht Affen zu Affe Übertragung. Ich hätte noch Ruf der Wildnis, damit sie sich besser in der Wildnis verstecken, aber das braucht man nicht. So, ich nehme normale Schwierigkeit. Der offizielle Name auch aus dem Film ist als 113 und das Mittel war, glaube ich, dafür gedacht, Alzheimer zu bekämpfen. Tja, es hat die Affen klug gemacht. So, deine Wahl, Affengrippe. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Natürlich. Das Ursprungsland der Seuche wird diesmal Zentralafrika sein. Weil diese Seuche ist was Besonderes. Wir konzentrieren uns anfangs nicht auf die Menschheit, sondern auf die Affen. Und Affen gibt es hier in Zentralafrika, in diesen Ländern, sehr, sehr viele. Und das hat einen positiven Nutzen für uns. Wir beginnen in Zentralafrika, wo die meisten Affen leben. Da ploppt es. Als 113 hat den ersten Menschen infiziert. Ja, das kann auch passieren. Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnen, mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Gerne doch, aber erstmal schneller. Warnung, Affengrippe-Virus identifiziert. Als 113 ist ein genetisch modifiziertes Virus aus einem Genesis-Labor. Bei Affen hat es die Intelligenz erfolgreich gesteigert, wurde aber noch nicht an Menschen getestet. Ja, den Test vollführen wir, nicht wahr? So, das ist die Besonderheit. Ein neues Genesis-Labor testet Virusarznei in Zentralafrika. Die Biotech-Firma Genesis hat eine bahnbrechende neue Gentherapie für Alzheimer vorgestellt. Teststudien an Menschen beginnen, sobald die Affenversuche in Zentralafrika abgeschlossen sind. Das ruft doch hoffentlich die Umweltschützer auf die Bildfläche. Hier, Versuche an den Tieren, das geht doch nicht. Wobei, ich glaube, das ist sogar erlaubt. Ich weiß es nicht. Berühre DNS-Blasen für DNS-Punkte. Genau, das sind die Zeitblasen. So, jetzt müssen wir warten. Wir schauen uns in der Zwischenzeit erstmal zwischendurch. Schauen wir uns mal was Besonderes an. Also, was ist wichtig? Wir haben bei Übertragungsarten, das ist neu, dass Infektionen über Körperkontakt übertragen werden können. Ansonsten ist da ja nichts Neues. Noch. Hier haben wir ein paar Symptome. Schön jetzt alles auf Deutsch. Dann weiß ich jetzt auch, was diese komischen Begriffe in meinem Englischen sind. Das letzte Mal war es nicht, glaube ich, auf Englisch. Und das ist das Erste, was wir wollen. Die Affenneurogenese. Modifiziert affenartige Gene, um die Affenintelligenz signifikant zu erhöhen. Immunreaktion wird nicht ausgelöst. Iris wird grün. Zeit für eine Affenrevolution. Das werden wir, sobald wir 15 Punkte haben, machen. So, Blase geplatzt. Jetzt heißt es nur warten. 15. Moment. Okay, die Revolution beginnt. Als 113 wurde erfolgreich weiterentwickelt. Ja, wunderbar.
Ja, Zentralafrika. Jetzt ist es wichtig. Eilmeldung. Affenausbruch in Zentralafrika. Aus einem Affenquartier in Zentralafrika sind mehrere Affen ausgebrochen, zerstörten ein Gensis-Labor und verursachten Chaos in der Stadt. Die Behörden konnten sie nicht einfangen und die Affen sind entkommen. So, jetzt haben wir hier unten einen neuen Reiter. Wir haben hier die Menschenanzeige. Das ist unrichtig. Und jetzt hier die Affen. Wir haben hier einerseits die Affenanzahl, beziehungsweise hier haben wir einen Balken für die Affenanzahl. Und der zeigt uns an, grün ist, wie viel intelligent sind, und dann können auch welche getötet werden. Weil irgendwann werden sich wahrscheinlich die Menschen versuchen zu wehren, falls wir sie dazu lassen. Aber erst wollen wir die Symptome bekämpfen. Wir wollen nicht entdeckt werden. Meine Affen sollen sich jetzt mit den anderen Affen weltweit in Kontakt treten und die Seuche übertragen. Am besten gleich mal hier. Wir haben hier Talgexkrete, genau, über Talgdrüsen, also über die Haut, können sich die Affen zu Affenübertragung steigern. Das ist gut, um die Intelligenz hier zu steigern und auch die Affen in andere Gebiete. Während das verbreitet sich ja der Virus auch bei Menschen, aber da ich keine Symptome habe, ist es unwichtig. Die Symptome sind nur für Menschen. Kickstopper sammelt Rekords, um Journalisten stürzen sich auf den neuesten alle Rekorde brechenden Geldbetrag, der auf Kickstopper gesammelt wurde. Der Rekord soll mindestens 72 Stunden bestehen bleiben. Wunderbar. So. Weitere Übertragung durch Hautübertragung. Ja. Und dann möchte ich vielleicht noch fügsame Ansteckung. Dann reicht nur ein Händedruck, um die Seuche weiterzutragen. Von Affe zu Affe, wohlgemerkt. Nicht bei Menschen. Noch nicht. Ja, wenn ich mehr Informationen haben will, dann klicke ich einfach hier drauf. Hier sehe ich wunderbar hier Hitze. Das ist, glaube ich, urbanes Gebiet und arm. Können wir alles hier ein bisschen genauer anschauen. Müssen wir aber nicht. Wir sehen alles Nötige hier schon. So, die Füchse. Nein, wichtiger, viel wichtiger. Wir brauchen Affenkolonien. Das ist das Besondere in diesem Szenario. Wir haben jetzt Affenkolonien. Affenkolonien sind Orte, die... Also ich kann an Orten, wo schon intelligente Affen vorhanden sind, Kolonien einrichten. Diese Kolonien produzieren für mich DNA-Punkte. Und umso mehr Affen dort sind, also intelligente Affen, umso mehr DNA-Punkte produzieren sie mir. Das wird meine Haupteinnahmequelle, das werdet ihr schon noch sehen. Erstmal sollen sie hier eine Kolonie gründen. Und wir müssen auch ein bisschen weiter über die Grenzen kommen. Wir sehen überall, wo die Affen herrschen oder intelligente Affen sind. Habt ihr gesehen? 10 Punkte. 10 Punkte gab es hier. Allein wegen einer Blase. Das ist geil. Aber was ich sagen wollte, wir müssen darauf achten, dass sie sich jetzt endlich mal über die Grenzen ausbreiten. Grüne Umrandungen sehen wir die Grenzen. Überall, wo grüne Umrandungen sind, sind intelligente Affen. So, Luftfilter in Flugzeugen. Ja, okay. Können wir nichts machen. Wir können das mit den Kolonien noch besser machen. Leben in der Gemeinschaft, bla bla bla. Kognitive Veränderung, das ist das Wichtige. Erhöhte DNS-Generierung in Kolonien. Jetzt warte ich eigentlich nur noch, dass vielleicht mal ein paar Affen über die Grenzen gehen. Oh, und Symptome müssen wir bekämpfen. Die werden immer teurer mit der Zeit. Aber wir können es uns leisten. Unsere Kolonien produzieren sehr viel DNA. Leider kostet jede weitere Kolonie viel DNA-Punkte. Viel mehr. Aber das ist auch ein sehr gutes Affenland. Deswegen habe ich gemeint, wir konzentrieren uns am Anfang erst auf die Affen. Die Menschen, ja, da ein paar Punkte. Das interessiert doch keine Sau. Die Affen, das ist die Generation Zukunft. Die Revolution. Die Menschen sind selbst schuld. Ja, Tausende infiziert. Das ist herrlich. Oh, hier habe ich auch jetzt Intelligente.
So, das sind die, glaube ich, 4 stärksten Affenpopulationsstaaten oder Gebiete. Woanders ist es jetzt weniger effizient, aber nicht schlecht. Weniger effizient ist nicht unbedingt schlecht. So, stopp. Oh, bloß eine. Ja, das sind noch nicht genug. Das will ich zurückentwickeln. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Schaut euch das an, wie viele Punkte es gibt. Windendürre-Länder. Neueste Forschung zeigt, dass starke, trockene Winde durch die Erderwärmung über trockene Länder fegen. Winde. Jetzt können wir an Übertragung arbeiten. Luft. Luftverbesserung. Oh, das habe ich noch gar nicht. Okay. Das mit der Luftübertragung countert auf jeden Fall die Flugzeugstaubfilter. Mit Hilfe der Luftübertragungs-Upgrades kann als 113 die neuen Luftfilter in Flugzeugen umgehen und sich erneut zwischen den Ländern ausbreiten. 10 Punkte gab's. Herrlich. Komm, noch ein Punkt. Ein Punkt. Einer. Okay, jetzt habe ich genug. Ich wollte das hier haben. Dann nehme ich noch Wasser. Wasser übertragen. Weil so langsam müssen wir doch auch noch unterstützen mit den Übertragungsarten. Die Affen, wie ihr sehen könnt, haben Afrika schon erobert. Da sind jetzt nahezu nur noch intelligente Affen. Aber ja, wir wollen ja überall hin. Kopfschmerzen. Nee, Kopfschmerzen sind uncool. Kann man nicht gebrauchen. Das jetzt schon gemacht oder nicht? Das habe ich doch schon gemacht. Gut. Tja, Infektionsträger. Höhere Anschnur, wohlhabende und urbane Gebiete. In Städten und reichen Orten. Das machen wir erstmal. Mehr Bildung. Durch Lesen und Teilen von Wissen können Affen in einer Kolonie schneller Fähigkeiten erlernen. Erhöht die Kolonie generierten DNS. Das ist wichtig. Ich glaube, dann kriege ich schneller diese Blasen. 35, schaut's euch an. Machen wir mal hier Hitze- und Kälteresistenz. So, es fängt an, auch bei den Menschen zu sprießen. Und Menschen, die es in ein anderes Land tragen, tragen es auch automatisch auf die Affen rüber. Das ist ein Teufelskreis. So. Dann machen wir weiter mit Wasser. Wasser ist wichtig. Wegen Madagaskar und Grönland und Karibik und hier diese ganzen Inselstaaten. In China und Indien möchte ich auch noch eine Kolonie haben. Das sind auch nämlich gute produzierende Staaten. So, wir müssen die Übertragung echt drastisch erhöhen. So, gut. Super, über Wasser und... Oh, das können wir wegmachen. Die Übertragung ist jetzt über Wasser und Luft extrem. Und da jetzt auch überhaupt Kontakt. Es ist langsam, darf es anfangen zu sprießen. Oh, jetzt sehe ich... Nein, sehe ich noch nicht. China kann ich was schmachen. Ihr merkt, jetzt kostet es schon deutlich mehr. Wie viel kostet es mich, in China was zu machen? 29 habe ich. 20 hat es gekostet. Die nächste Kolonie ist noch teurer. Aber es lohnt sich. Das kriegen wir auf jeden Fall rein. Weltmenü, genau. Ja, sehen wir halt Welt. Wunderbar. Schön, schön. Wie sieht es mit den Affen aus? Ha, 79% der Affenweltbevölkerung ist schon intelligent. Einige fehlen hier noch. Aber das kriegen wir hin. Die wichtigsten Staaten sind schon... Also Afrika ist schon auf unserer Seite. So, diese Kolonie kostet... 30. Jetzt, glaube ich, reicht... Vielleicht in Brasilien noch oder so. Oder USA. Ist zwar nicht viel, was man da hat, aber... So eine Kolonie vor Ort, das bietet Möglichkeiten. So, ich muss weiter an der Übertragung arbeiten.
nicht von Affe zu Affe. Die Übertragung ist jetzt nicht mehr relevant. Vielleicht an der Fähigkeit eher. Hier, das brauche ich und dann brauche ich noch Pillenresistenz, um es in reichen Gebieten besser verbreiten zu können. Wow, 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 wow. Wisst ihr, was ganz witzig ist? Wenn ich Folgendes mache. Hominidenbrücke. Affen- und Menschenvarianten des Virus können wirkungsvoll auf die andere Spezies überspringen, erhöht Mutationsrate und ermöglicht speziesübergreifende Übertragung. Wenn ich das aktiviere, dann gibt's ein Feuerwerk. Und das machen wir jetzt auch. Warte, das war doch in... XML-Error. Sehr schön. Early Access halt. Und nicht in Deutsch. Es erhöht, das hatten wir aber hier, in wohlhabenden urbanen Gebieten. Ja. Go. Blub, 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 blub. Ja. Ich habe euch gesagt, es ist ein Feuerwerk der Blasen. Weil jetzt überall die Menschen von den Affen direkt angesteckt werden. Und wir haben genügend Punkte, um die Kopfschmerzen zu bekämpfen. Und das hört gar nicht auf. Madagaskar, schön. Jetzt, da so viele Länder befallen sind, dann geht es auch schneller mit der generellen Verbreitung hier. Schaut euch an, ich habe über 100 Punkte. Ich komme gar nicht mehr nach mit dem ganzen Ausgeben. So, wir machen Pillenresistenz 2. Das erhöht das deutlich. Hier brauche ich... Ich nehme das hier. Damit kann ich meine Kolonien bewegen. Das werden wir noch brauchen. Damit kann ich Forschungslabore zerstören, wenn Affen in dem Land sind. Das werden wir auch noch brauchen. Kommt aber noch. Kommt alles noch. So... Komm, das machen wir noch, das letzte. Das passt dann. Das sollte dann ausreichend sein. Ich brauche theoretisch jetzt gar nichts mehr. Außer abwarten. Und die Symptome bekämpfen. Bisher ist noch nichts aufgefallen. Die Affen verhalten sich zwar komisch, aber das interessiert hier keinen. Ob jetzt in Afrika hier ein paar Rebellen durch Affen angegriffen werden, wen juckt es schon? Wie sieht die Welt aus? Philippinen? Lol. Philippinen fehlt noch? Okay. Das ist neu. Keine Übelkeit. Keine Übelkeit. Yes. Alle Länder sind befallen. Jetzt müssen wir abwarten. Hier, Kanada zum Beispiel. Das dauert immer in Kanada. Kanada ist so ein lästiges Land. Warte, was? Ah, Kopfschmerzen schon wieder. Was wollt ihr da mit den Kopfschmerzen? Das brauchen wir doch nicht. Kanada ist ein schwieriges Land. So, jetzt sammeln wir ordentlich Punkte. Photophobie. Nein, bitte nicht. Ich möchte Kanada noch ein bisschen Zeit geben. Ah, ALS 113 ist aus dem Genesis-Labor entwichen. Ja, das merken die aber früh. Genesis offenbart, dass ALS 113 aus ihrem Labor in Zentralafrika stammt und schwört, ein Heilmittel zu finden. Obwohl das Labor während des Ausbruchs zerstört wurde, werden neue Labors für Forschungszwecke aufgebaut. Das werden wir zu verhindern wissen. Übelkeit. Nein. Das Einzige, auf was ich jetzt warte, ist das Neuroenhancement. Virus dringt in Gehirnzellen ein und modifiziert DNS und verbessert bestehende Nervenbahnen. Erhöht menschliche Intelligenz. Bei Affen gehe ich davon aus. Oder bei Menschen? Macht es die Menschen klüger? Großteil der Welt? Ja, ich muss tödliche Sachen entwickeln. Ach, nein, 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 nein. 15 Punkte zur Rückentwicklung, aber unsere Kolonien produzieren jetzt schon so viel DNS. Das ist unglaublich. Jetzt können wir auch mal schauen. Wie viele Affen habe ich denn hier?
32 Intelligente, hier sind 2700. Schauen wir mal hier, hier sind 400.000. Deswegen ist es so premiumhaft, hier anzufangen. Hier sind mindestens über 10.000. Über 15.000, also die Staaten geben jeweils 8, glaube ich. Du gibst 9, das sind 21.000. Und ich glaube, die drei geben jeweils 10, wenn ich ploppe, wenn ich so eine Affenblase ploppe. Das sind schon ziemlich impressive Zahlen, also ziemlich begeisternd. Man bräuchte jetzt noch ein paar so Städte, aber in Deutschland zum Beispiel, ja, 1400 Affen, wo leben die denn? In Zoos? Könnten auch bei ein paar Fernsehsendern untergekommen sein, aber ja, man weiß es nicht. Man schaut sich einfach mal die ganzen Länder an, findet hier nichts weiter interessant. Nein, das ist zu wenig. Oh, Indonesien. Hallo, du bist ein gutes Affenlabor. Indonesien, wusste ich gar nicht. Na, hätte ich mir was sagen können. So viele Affen bei euch. Photophobie. Gut, fangen wir an. Wie viele gesunde Menschen gibt's noch? Ach, nicht mal eine Million. Das ist gleich geschehen. So, ihr müsst euch jetzt vorstellen, die letzte gesunde Person auf diesem Planeten wurde vor kurzem mit ALS-113 infiziert. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, alle haben jetzt den Virus, der aus diesem kleinen schnucklichen Labor entkommen ist und der Affen klüger macht. Menschen hingegen haben jetzt ein Problem. Neue Enhancement. Ihr werdet klüger, ihr Menschen. Ihr werdet noch klüger. Und wie viel klüger? Aber jetzt leider Hirntod. Starker Austausch von Gehirnzell-DNS bedingt eine starke Immunreaktion, die zum kompletten und irreversiblen Verlust von Hirnfunktion führt. Blab. Was für eine Tödlichkeit hinzukam. So. Also, wir haben Photophobie, Empfindlichkeit und Schmerz durch Sonneneinstrahlung, verlangsamt zukünftige Forschungsgeschwindigkeit, verringert Infektionsrate leicht. Dann haben wir Blutansammlung in den vorderen Augenkammern, verleiht der Iris oder Horn hat ein rotes Aussehen, verringert Heilungsgeschwindigkeit. Könnte ich machen. Aber interessanter ist normalerweise, wir machen Ausschlag, Haut wird mit Blasen überzogen, wir nehmen Niesen, Austritt von Flüssigkeit durch Husten erhöht die Infektionsrate deutlich. Epistaxis. Blutungen der Nasenschleimhaut führen zu schweren Nasenbluten und erhöhen zur Ansteckungsgefahr. So, und jetzt kommen die interessanten Sachen. Hämorrhagischer Schock. Schwerere Blutverluste führen zu Sauerstoffmangel, Bewusstlosigkeit und Tod. Wie ihr seht, die Tödlichkeit wird extrem gesteigert. Genau sowas wollen wir. Thrombophilie. Deutliche verringerte Blutgerinnung resultiert in starken Extremblutungen. Zusammen mit diesen Blutungserscheinungen extrem tödlich. Aufgrund von Verblutung oft tödlich. Leider fehlen mir jetzt weitere Punkte. Aber das reicht auch. Magengeschwür kam jetzt kostenlos dazu. Wo bist du denn? Da! Magengeschwür. Mehrere Geschwüre entstehen in der Magenschleimhaut und verursachen in der Bauchregion starke Schmerzen. Kann tödlich sein. So, ein neues Gensis-Labor in Argentinien arbeitet an Heilmitteln. Gensis baut neues Labor auf, um an Heilmitteln für ALS-113 zu arbeiten. Zu Forschungszwecken brauchen sie regelmäßig Nachschub an Affen, da die Verletzungsrate hoch ist. Ihr Schweine wollt schon wieder Affenversuche machen in Argentinien. Jetzt brauche ich das hier. Wir werden revoltieren, die Affen werden sich befreien. Affen greifen Gensis-Labor in Argentinien an. Affen in Argentinien verwüsten ein Gensis-Labor, das an einem Heilmittel für ALS-113 arbeitet. Man vermutet, dass sie versuchen, erst kürzlich gefangene Affen vor den Experimenten zu retten. Kaputt. ALS-113. Lungenblutung. Sehr nice. Wo haben wir denn? Das ist die Lungenblutung. Schwere Blutung in den oberen Atemwegen und der Luftröhre erhöht Ansteckungsgefahr und ist oft tödlich.
und wünscht man keinem normalen Mensch aktuell. Normalerweise. So, jetzt habe ich die Auswahl. Wie mache ich mein Virus noch tödlicher? Innere Blutung. Arterielle Membrane lösen sich auf, was zu raschen inneren Blutungen schließlich zum Tod führt. Gerne doch. Wohlgemerkt, das wirkt nicht auf die Affen. Neue Statistiken zeigen, dass ALT-213 mehr als 75 Millionen Menschen weltweit dahingerafft hat. Schlimmer als die Pest. Wir sehen jetzt bei den Menschen. Neue Statistiken. Spanische Grippe, okay. Und es wird immer schneller. Westafrika schließt die Häfen. Zu spät. Oh, ich sehe gerade, dort oben ist ein neues Labor. Das zerstören wir. Weil die forschen sehr schnell am Mittel. Es lohnt sich gar nicht, hier gegen dieses Mittel in den Punkten hier zu investieren. Hier, das Übliche, was wir sonst immer gemacht haben. Nein. In diesem Fall lohnt es sich, die Labore zu zerstören. Weil jedes Labor, das wir zerstören, wirft die Forschung deutlich zurück. So, tödlichste Seuche aller Zeiten. So muss das sein. Planet der Affen, wir kommen. Und schaut euch das an, wie viele Punkte ich immer noch generiere. Das ist ein Traum. Oh, ich sollte Blindheit erforschen. Blindheit ist wichtig, gegen Forscher vorzugehen. Egal. Jetzt machen wir erstmal subkonjunktivale Blutung. Blutgefäße zwischen Binde und Lederhaut platzen. Das führt zu roten Augen und vereinzelt externen Blutung. Verlangsamt Forschung. Boah, das stelle ich mir gerade bildlich vor. Das ist ja widerlich. Das ist ja eher ein Zombie-Film. Und jetzt zur Blindheit. Starke Blutungen in der Netzhaut führen zur Blindheit. Senkt Forschungsgeschwindigkeit deutlich ab. Oh, ich kann mir noch mehr leisten. Das ist tödlich. Meningitis. Akute Entzündung der... Das Gehirn... Was? Entzündung der... Das Gehirn und Rückenmark umgebenden... Schutz heute, ja. Äußerst tödlich. Na, geht noch mehr Tödlichkeit. Hydrocephalus, ja. Rückenmarksflüssigkeit sammelt sich in Gehirnhöhlen an und erhöht den Schädeldruck. Ohne Behandlung besonders tödlich. Oh, zum Glück bin ich kein Arzt. Das hört sich alles widerlich an und will ich niemanden wünschen. Außer diesen Menschen hier, in diesem Szenario. Sie haben die Affen unterdrückt. Und jetzt werden sie dafür sterben. Dafür die Affen? Schaut, die Affen überleben. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich jetzt zu spät. Normalerweise müssten jetzt auch noch Drohnen. Also irgendwann schicken die Menschen eigentlich, wenn man zu langsam ist oder zu früh aufgefallen ist oder die zu geschickt sind, schießen sie mit Drohnen auf die Affenkolonien. Deswegen habe ich eigentlich das erforscht, weil dann kann ich mit denen einfach so hier in ein anderes Land verschwinden. Und die bauen sich da auf. Merkt man hier auch? Hier ist kein einziger Affe mehr. Alle sind jetzt hierher gewandert. Aber in dem Szenario... sehr vorbildlich. Alles zerstört. Die Menschheit... nur noch minimal vorhanden. Unter einer Million. Die ALT-113 erschafft den Planeten der Affen. Die menschliche Zivilisation wurde von der ALT-113 zerstört. Intelligente Affen sind zur dominierenden Spezies auf dem Planeten geworden. Und die Menschen sehen einer dunklen Zukunft entgegen. Oder keiner. Das war der Sieg. Das war der Sieg vom Typ Simian Flu, Affengrippe. Das Heilmittel hatte keine Chance. Wir waren zwar nicht gerade die Schnellsten, aber keine Chance. Das ging sehr, sehr rasant voran. Die Welt wurde vernichtet. So kannte es auch im... Warte mal, wie ging der Filmwelt der Planet der Affen eigentlich aus? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Da gab es am Ende, glaube ich, eine finale Schlacht. Na gut, das war dieses neue Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal was anderes. Zumindest zum Bakterium- oder Virusangriff und sonstigen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.